So, meine Bruder, was geht? Willkommen zu einem weiteren Part von Nintendo Land. Ich gucke jetzt mal. Was machen wir als nächstes? Ja, komm, mach mal Donkey Kongs Crash-Kurs, meine Damen und Herren. Willkommen zu Nintendo Land. Weiter geht's. Yeah, wir machen jetzt weiter mit diesem Crash-Kurs hier. Let's go. Mal sehen, wie das Spiel ist. Ja, wir haben jetzt eigentlich gar nicht mehr so viele Solo-Spiele. Danach gibt es ja eigentlich nur noch Multiplayer-Spiele. Also wir haben jetzt gar nicht mehr so viele Solo-Spiele. Es sind jetzt das und noch zwei weitere. So. Anleitung kriege ich jetzt wahrscheinlich gesagt. Bei Donkey Kongs Crashkurs. Bei diesem Spiel bewegst du dich, indem du das Gamepad nach links oder rechts neigst. Dein Ziel ist es, den ganzen Parcours unbeschadet zu überstehen. Wenn du zu schnell auf ein Hindernis triffst oder auf den Kopf fällst, verlierst du einen Versuch. Lass uns nun mit einem kleinen Übungslauf beginnen. Halte das Gamepad sicher mit beiden Händen fest. Ist ja gar nicht schwer. Alter, hier muss man ja richtig Gas geben. Also muss es... Fuck. Aber zum Glück ist das hier noch das Tutorial. Man muss ja richtig neigen. Man muss hier richtig neigen, wenn man so richtig einen Berg hoch muss. Ist gar nicht mal so leicht, meine Damen und Herren. R. Hä? Okay, das ist richtig kompliziert zumindest. Ich check's nicht ganz. Ich bin komplett schlecht, tut mir leid. Aber Nike-Spiele waren jetzt nie irgendwie... irgendwie das, was ich jetzt irgendwie gut konnte. Und mich dafür ausgezeichnet habe. Okay, Ziel. Wenigstens haben wir das Ziel erreicht. Ja, das war ein Probelauf. Als ob... Hast du dich mit der Steuerung vertraut gemacht? Dann kann es ja losgehen. Ich sehe schon, das wird nicht gut enden, glaube ich. Wird's halt echt nicht. Ziel. Okay, das ist Ziel. Wo fangen wir an? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, hier werde ich komplett verlieren. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie sonderlich gut bin in dem Spiel. So, ich versuche natürlich da jetzt natürlich... Oh mein Gott. Hä, warum? Warum fliegt er da runter? Muss ich da schnell durch oder was? Dazu wissen wir das ungefähr. Was muss ich da machen? So, ich muss da pusten. Hä? Ach, ich darf das nicht loslassen, oder was? Das muss man auch erstmal verstehen, ne? Das muss man hier lang... Okay, jetzt glaube ich, rotiere R. Hä, was will das von mir? Hä?
Ich check das nicht, was will das von mir? Das ist ja kompletter Schrott. Tut mir leid, aber ich habe gar keinen Plan davon. Also hier so rotieren, okay. Hä, aber ich check nicht, wie man... Was ist denn das für ein Scheiß? Das ist ja kompletter Schrott gewesen. Mann! Was ist das denn für eine Scheiße, Alter? Was ist denn das für ein Scheiß? Sorry, aber ich kann mit dem Spiel gar nichts anfangen. What the fuck? Ich kann halt echt nichts damit anfangen. Aber gut, wir geben das jetzt einfach noch einen Try. Ich weiß jetzt nicht, wie weit wir schon sind. Wir waren ja nicht wirklich weit, oder? Nee, waren wir halt echt nicht. Und ich glaube nicht mal, dass das das letzte Level oder so ist. Ich glaube, das war das erste. Das ist wirklich... Das ist, glaube ich, erst das... Das ist erst das richtige erste Level. Ich könnte eigentlich gleich neu von vorne beginnen einfach. Was ja eigentlich gar keinen Sinn macht. Mann, dann halt es doch einfach fest, du fettes Hurensohnkind, Mann. Bastard. Ja, guck mal, es ist so dumm. Manchmal fährt er einfach nicht nach oben und dann muss ich das so ein bisschen... Ich neige es noch ein bisschen nach rechts und dann ist es zu viel oder was? Was ist denn das für ein Scheißspiel? Das ist komplett für den Arsch. Ja, deine Mutter, Alter. Fick dein fettes Schwein, Alter. Was ist denn das für ein Scheißspiel? Und ich glaube, wir sind erst im ersten Level. Ich glaube, es gibt da noch mehrere Kurse. Was ist denn das für ein Scheiß? Das ist ja komplettes Scheißspiel. Das ist komplettes Gammelspiel, ohne Witz. Richtig gammeliges Dreckspiel. Das ist komplett scheiße und einfach nur dumm und kacke und behindert. Komplett für den Arsch das Spiel. Mann, was ist denn das für ein dummer Bastard, Mann? Der kann auch nix. Er kann einfach nix, der Typ. Kann einfach nix. Jetzt geht auch doch. Meine Güte, Alter. So. So, jetzt sind wir wieder bei dieser Gammelstelle hier. Ja, okay, es geht. Mann, was macht der? Was macht der? Du Idiot, Alter. Ah, zurück. Aber, hä, ich check das nicht. Was macht der da? Warum bleibt der immer da hängen? Was ist denn das für ein Scheiß? Die wussten schon, dass das Glitches bringt. Oder ist das schon ein Bug? Und das ist jedes Mal so bis jetzt. Alter, was ist denn das? Die wussten das schon. Die haben das gar nicht mal versucht zu fixen, glaube ich. Ach so. Okay, jetzt ist es cool gemacht. Wenigstens bekomme ich jetzt ein paar Münzen, Alter. What the fuck, ey? So, wo bin ich jetzt hier? Achso, jetzt geht's hier weiter. Ja, ich mache das langsam, mir scheißegal. So, rotiere L. Thank you.
Mann, das macht er aber auch. Das ist jedes Mal so. Da, okay, da muss ich einen Jump machen. So. Also es geht bis, es geht sogar. Inzwischen geht das sogar. Finde ich zumindest. Hä? Achso, da muss ich das rotieren, glaube ich, ne? So. Na, das ist kacke. Das könnte echt kacke werden. Alter, Y. Oh mein Gott. Ich dachte schon, ich verliere jetzt mein letztes Leben. Mann! Ich wollte gerade Y drücken. Jetzt bin ich sogar ein bisschen weitergekommen. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Silbertrophäe. An sich kann man das Spiel wirklich schaffen, glaube ich. Wenn es bis wirklich nur diese 10 Dinger gibt, dann geht das wirklich klar eigentlich. Es geht klar. Wir geben es jetzt nochmal einen Versuch. Ich habe das Spielprinzip jetzt verstanden. Es ist gar nicht mehr so schwer. Ziel. Achso, das ist wirklich das Ziel. Ich glaube, es ist auch das erste Level von 3 oder so. Erinnert ja wirklich schon so an... Ihr wisst schon an das erste Donkey Kong Spiel und ich glaube, da wird es 3 Level geben, oder ist es wirklich das einzige Level? Kann halt wirklich das einzige Level sein. Also an sich geht das bis jetzt sogar. Also ich musste mich erstmal da reinfinden, ganz klar. Also ich habe mich da auch ein bisschen blöd angestellt, aber ich wusste auch nicht, wie es geht. Das mit dem Rotieren war für mich auf jeden Fall... Hä, warum geht... Der hat aber auch keinen Anlauf genommen, ne? Das ist... Der hat halt keinen Anlauf genommen, warum auch immer. Also auf jeden Fall geht's jetzt. Ich habe das Spiel unzurechen... ohne Grund... beschimpft. So, jetzt kann ich das machen. Hier muss man ja an sich einfach nur relativ langsam an die Sache gehen, dann geht das. Und hier muss ich das einfach nur bis zum letzten Millimeter weiter rotieren. Mann, was macht der? Fuck! Warum? Warum fliegt er da weg? Wie habe ich denn das gemacht hier? Das ist echt nicht leicht hier. Ah, so habe ich das gemacht. Hä? Ja gut, das ist auch ein Kackversuch. Das ist auch ein Kackversuch. Aber an sich bin ich mir ziemlich sicher, dass ich dieses Level schaffen kann. Bin mir ziemlich sicher. Das könnte man an sich wirklich schaffen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das schaffen können. Wenn danach noch was kommt, dann natürlich nicht, aber ich glaube, dass wir es wirklich schaffen können. So. Ah, das springt aber auch nicht wirklich, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das schaffen können, deswegen versuche ich das jetzt einfach, bis wir es geschafft haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das hinkriegen.
Zumindest das erste Level, das kriegt man wirklich hin. Ich hoffe es zumindest, wir kriegen das wirklich hin. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß aber nicht, ob das hier mehrere Level gibt. Also wenn wir das hier wenigstens schaffen, da wäre ich froh. So, das sieht doch schon mal gut aus. So, jetzt muss man sich hier trauen. Zack, und so schon sind wir beim nächsten. Und Abschnitt 4 finde ich eigentlich... Alter, das war knapp. Hä? Ja, das ist halt richtig dumm. Es war halt unnötig, das Leben war halt echt unnötig verloren, ne? Würde ich an der Stelle sagen. So. So, wir haben immer noch 4 Leben, also so schlimm ist das jetzt nicht. So, zack. So. Okay, gut. Nice. So, und jetzt? Hä? Ich habe nicht mal was gemacht. Ich habe wirklich nichts gemacht. Okay, das könnte echt asozial werden, das hier. Mann, was ist denn das für eine Scheiße, Alter? Diese scheiß Neigung, Alter. Ja, aber der bleibt aber auch nie an irgendwas fest. Mann, was ist denn das? Ich hab ganzen Leben da nur verloren. Das ist halt einfach dumm. Mann, ich krieg das Level hin. Ich bin mir ziemlich sicher, es kriegt man ganz hin. Da müssen wir aber echt hinkriegen. Ja, das kriegt man wirklich hin. Ich bin mir ziemlich sicher. Wie weit waren wir denn jetzt schon? Wir waren schon ziemlich nah am Ziel, glaube ich. Darf das, glaube ich, nicht so richtig... Darf das nicht so richtig bewegen bei dieser einen Stelle da, ne? Weil sonst ist nicht gut. Was ist denn das? So, wenigstens nochmal hier bei der Stelle. So, bei der nächsten Fahne sind wir schon. Und das war das Asoziale, ne? Fuck! Aber wir haben's so richtig gut hingekriegt. Hä?
Das ist halt echt scheiße, Mann. Wie haben wir das so... Mann! Fahr doch nicht so schnell, du fetter Hurensohn, Mann. Oh, endlich, ey. Wenigstens das hier. Hä? Es ist wirklich nur diese eine Stelle und die müssen wir an sich einfach nur... Ich werde das einfach jetzt hier versuchen. Mir kackegal, wie lang der Part wird. Wirklich, mir kackegal. Ich würde das wirklich versuchen. Ich würde das wirklich schaffen jetzt. Oh, let's go jetzt. Nerv mich nicht. Das kriegt man bis dahin locker easy hin. Das ist auch kein Problem. So. So. Zack. Für mich kein Problem. Mir kackegal, wie lang der Part wird. Ich will das jetzt hinkriegen. Zumindest dieses Level hier. Warum fliegt der da um? Bastard. Das ist doch dumm. Das ist doch einfach dumm. Der fliegt ohne Grund runter, Mann. Was ist denn das für ein Spasti? Lächerlich. 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 Hoch Millionen. So, bin ich bei der Kacke hier. So, wenigstens habe ich Vollleben. So, meine Güte, war das jetzt so schwer? An sich könnte man doch hier irgendwie cheaten, oder? So, das könnte jetzt ein bisschen asozial werden, wie gesagt. Okay, wir haben es sogar. Oh, so, bewege R. Okay. Das geht sogar noch. Fuck. Fuck, wo fange ich jetzt an? Ah, hier. Das an sich geht sogar noch. Da müssen wir halt einfach nur langsam gehen. So. Hier muss man auch bremsen. Es geht. Hä? Hä, verstehe ich jetzt nicht. Hä?
Hä? Okay, ich habe jetzt mal nachgeguckt, wie das geht. Und das ist gar nicht mehr so schwierig. Aber an sich, ich habe auch gesehen, dass es da mehrere Level gibt. Also nicht nur das hier. Aber wenigstens machen wir das hier zumindest. Das will ich euch ganz zeigen. Das machen wir, das absolvieren wir. Und das war's dann auch. Ich mache jetzt keine sicherlich noch drei Welten, wenn ich sowieso schon Probleme habe mit dem ersten. Tut mir leid. Vor allem, weil man alles auch wieder dann von vorne machen muss. Das ist mir dann auch zu blöd. Also das Level machen wir auf jeden Fall. Also diese, ja, dieses Level machen wir auf jeden Fall safe. Alles hier. Kein Problem. Damit habe ich wirklich gar kein Problem. Das ist halt, ich finde das jetzt nicht so allzu schwer. Ja. Also bis hierhin kann ich ja noch einigermaßen Speedrun. Danach sieht es anders aus. Ja, wobei, das geht eigentlich. Also es gibt, wie gesagt, hier glaube ich noch so zwei, drei Welten. Oder eher gesagt, zwei, drei Level noch. Abgesehen von diesem hier jetzt. Und ja. Die mache ich sicherlich nicht, tut mir leid. Also das ist schon für mich schwer genug. Und das ist schon schwer genug. Warum soll die dann noch mehr machen? Achso, nee, ich muss hier L drücken. Was ist denn das? So, wenigstens einmal hier. Das ist doch... Fuck, fuck, fuck. Gut. So, machen wir es so easy. Zack. So, und dann zack. Dann machen wir es so, dann so, zack. Das ist auch nicht schwer. Oh mein Gott. So. Da muss man das so machen. Fuck! Okay, da muss ich echt aufpassen. Nein, warum? Mann! Ich weiß nicht. Mann, was mache ich da? Was ist das? Fick dich! Mann! Das ist das Schwierigste! Scheiß Hüpfen, Alter! Kackhüpfen! Mann, ich krieg das hin! Halt die Schnauze, ich mach kein Päuschen! Mann, ich krieg das hin! Fick nochmal! Das will ich euch ganz zeigen jetzt hier! Wie ich das mache! Wenn ihr es ganz komplett haben wollt, dann schaut es euch auf YouTube an, aber ich will das erste Level auf jeden Fall hier machen. Das will ich auf. Da will ich. Ich will stolz sein. Das will ich nämlich machen. Zack. So. Weil so schwer ist das nicht. Nur dieses Jump-Ding da. Da muss ich mich erstmal reingewöhnen. Bis wir das hinkriegen. Bis wir den Dreh raus haben von dieser Kacke. So, bis hierhin komme ich wenigstens schon mal safe hin. Ohne Leben zu verlieren. Inzwischen ist ja gar kein Problem. Oder eher gesagt, bis zur sechsten Arena würde ich sogar schon sagen, weil Abschnitt 5 überhaupt nicht schwer ist. Ist halt komplett easy. Und an sich ist das ja auch eigentlich komplett easy. Also das ist alles geschenkt bis Abschnitt 7 eigentlich.
So, das ist ein bisschen schwierig noch immer noch. Weil man halt ruhig bleiben muss, aber jetzt geht's halt auch. Alter, ich bin fast runtergeflogen. So. Na gut. Wir sind ohne Leben zu verlieren bis Abschnitt 9 jetzt gekommen. Okay, noch nicht ganz. Jetzt sind wir gekommen. Mann, was mache ich da? Ich drücke, glaube ich, viel zu lang, oder? Man muss das mit Fingerspitzengefühl machen. Mann, es war zu lang. Oh mein Gott, das war knapp. Viel zu lang, Alter. Ich drück viel zu lang. Mann! Drück's nicht so lang, du Spasti! Jawohl! Oh mein Gott! Oh mein Gott. Hier kann man an sich noch aufpassen. Fuck! Geil! Ich hab's geschafft, lol, what the fuck, ey. Jawohl, wir haben es geschafft, meine Damen und Herren. Meinen Glückwunsch. Du bist zum Star in dieser Attraktion geworden. Ich habe etwas für dich. Augen zu. Moni, Moni. Hier ist ein glänzender Stern für dich. Ich habe ihn am Tor der Attraktion aufgehängt. Du hast einen weiteren Stern für deine Leistungen erhalten. Schnapp sie dir alle. Ich wünsche dir viel Erfolg. So, wir gucken jetzt mal, wo wir alle Sterne haben. Ja, größtenteils bei den Solo-Attraktionen, ne? Ja gut, das sind ja auch nur zwei Dinger, wo ich Sterne habe. Und wir haben noch zwei zu spielen, meine Damen und Herren. Wenigstens haben wir die Sterne hier geschafft. Ich überleg's mir immer noch, ob ich das mit den Sternen mache, aber irgendwie... Wie gesagt, ich habe eigentlich gar keine Lust wegen der Wettkampfattraktion. Es hat nichts mit den Solo zu tun. Weil mit den Solo hätte ich gar kein Problem. Mit den Mehrspielern mache ich so oder so die Sterne, weil da alles, weil ich da alles mache. Das ist an sich nur wegen der Wettkampfattraktion, weil ich die, glaube ich, niemals 30 bis 50 Mal spielen werde, damit ich einen Stern da kriege. Und das ist das einzige Problem. Und das ist halt das Ding. Wenn ich hier alleine das 30 Mal spielen würde, okay, aber ich kann halt nicht alleine spielen, weil das zu zweit nur geht. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, man muss das sozusagen mit einem Kumpel zocken, damit du das halt, damit du halt die Sterne bekommst. Und ich glaube nicht, dass ein Kumpel Bock hat, das 30 Mal mitzuspielen. Ich an sich, ich habe kein Problem damit, aber es, ich würde aber auch, es ist auch eine Sache, ob man mit einem Freund das macht. Also wahrscheinlich könnte man an sich das so, ja, ist eigentlich egal, ist eh nichts Spektakuläres. Man sieht halt die Credits am Ende und halt die Credits am Ende und eine Sequenz. Also großartig ist das jetzt nicht, was man da am Ende bekommt. Könnt ihr euch bei jemand anderen angucken. Also die Wettkampfattraktionen, wenn es sich vielleicht ergibt, können wir es an sich machen, aber wenn es sich nicht ergibt, werde ich keinen dazu zwingen, das zu machen. Also tut mir leid. Ich kann auch nicht meine Freunde zwingen, das zu machen. Also bist du bescheuert.
Was die auf jeden Fall, also 30 bis 50 Mal dasselbe zu spielen, haben sie wahrscheinlich keinen Bock, aber immer was Neues zu spielen, also hier die alle Level, das ist ja gar kein Problem, denke ich mal. Das ist ja immer was anderes, andere Level, andere Schwierigkeiten und so. Auf jeden Fall im nächsten Part, entweder das, wir haben hier noch zwei Dinger im Solo-Modus. Sehen wir uns im nächsten Part. Haut rein, morgens nichts mehr. Tschüss.